Versuch es nur, mit ihm zu kämpfen. Hiob, Kapitel 40, Verse 25 bis 32. Kannst du den Leviathan am Angelhaken aus dem Wasser ziehen oder seine Zunge mit einem Seil hinunterdrücken? Kannst du ihm einen Strick durch die Nase ziehen oder sein Kinn mit einem Haken durchstechen? Meinst du, er wird dann um Gnade winseln und dich mit Worten umschmeicheln? Meinst du, er wird sich dir ergeben und du kannst ihn für immer als Knecht behalten? Was willst du mit ihm tun? Ihn anbinden und wie einen Vogel halten, ihn deinen Mädchen zum Spielen geben? Meinst du, die Jäger könnten jemals um seine besten Stücke feilschen und sie an Händler verkaufen? Kannst du seinen Panzer mit Harpunen spicken oder mit Fischerhaken seinen Kopf? Versuch es nur, mit ihm zu kämpfen. Daran wirst du noch lange denken und es nicht noch einmal wagen. Der Leviathan ist vordergründig ein mythologisches Seeungeheuer, aber hintergründig ein Symbol für chaotische, menschenfeindliche Zerstörungsgewalt. Hier geht es wirklich um ein gewaltiges Tier, das gelebt hat. In der kanaanitischen Literatur wird er als siebenköpfiger Seedrache beschrieben. Also etwas, vor dem man sich als Mensch nur fürchten kann. Aber die Erkenntnis und Botschaft, die dahinter steckt, ist, dass wir denjenigen, der dieses Untier erschaffen hat, mehr fürchten sollten als sein Werk. Das tat Hiob nicht. Kein Mensch in der Bibel wagte es, Gott mit so viel Bitterkeit und Vermessenheit anzuklagen, wie Hiob es tat, eben auch aus dem Grund, dass er nicht verstand, was mit ihm geschehen war und dass hinter dieser ganzen Geschichte der Teufel, der Satan, stand. Das wusste Hiob nicht. Hiob hatte Gott vorgeworfen, dass er mit zynischer Gleichgültigkeit diese Welt in ein heilloses Durcheinander versinken lässt. Er haderte mit dem Schöpfer. Gott spricht im Buch Hiob, wie er den Kräften der Erde seine Grenzen setzt und alles kontrolliert und festsetzt und das Chaos bändigt. Dazu gehört auch die Beschreibung des Leviathan. Der Herr fragt Hiob provozierend, ob er den Leviathan bändigen kann. Dieser wird auch in Psalm 74 in den Versen 12 bis 14 erwähnt. Und auch hier geht es um die schöpferische Kraft Gottes, die das Chaotische überwältigt. Dort heißt es: Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Du hast dem Leviathan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Gott tat es. Der Allmächtige spricht mit Hiob aus dem Wettersturm, also direkt aus dem Chaos, was uns sagen will, dass Gott der Herr ist über alles Verwirrende, Unverständliche, Aufbrausende und Angstmachende. Mit anderen Worten, Gott zeigt sich als Herrscher und Schöpfer auch dort, wo der Mensch nur Sinnlosigkeit, Angst und Chaos sehen kann oder auch manchmal sehen will. John MacArthur schreibt: Dieser Begriff Leviathan taucht in vier weiteren alttestamentlichen Texten auf. Hiob 3,8, Psalm 74,14, Psalm 104,26, Jesaja 27,1. In allen Fällen spricht der Leviathan von einem mächtigen Geschöpf, dem nur Gott gewachsen ist, nicht aber der Mensch. Da diese Kreatur im Meer lebte, Psalm 104,26, könnte man an eine Art Seeungeheuer, vielleicht an einen Dinosaurier denken. Manche meinen, dass es ein Krokodil war, das einen Schuppenpanzer als Haut und ein Maul mit furchterregenden Zähnen besitzt und sich im Wasser schnell fortbewegt. Doch Krokodile sind keine Meerestiere, dieses ist aber deutlich eins. Einige haben daher an einen Killerwal oder einen weißen Hai gedacht, weil es das absolut höchste unter allen stolzen Tieren war.
Es könnte auch ein im Meer lebender Dinosaurier gewesen sein. Wird er einen Bund mit dir schließen? Hat es diese riesige Kreatur aus irgendeinem Grund nötig, sich mit dir zu einigen, Hiob? Kannst du sie beherrschen? Fragte Gott. Wer aber kann vor mir bestehen? Das war die entscheidende Frage, die in den Passagen über den Behemoth und Leviathan gestellt wurde. Gott schuf diese ehrfurchtgebietenden Kreaturen, und seine Macht ist weitaus größer als ihre. Wenn Hiob vor ihnen nicht bestehen konnte, wie wollte er dann mit Gott rechten? Er wäre besser dran, wenn er mit einem Dinosaurier oder einem Killerhai kämpfen würde. Gott hat es nicht nötig, irgendetwas zu kaufen. Ihm gehört schon alles. Paulus zitierte diese Stelle in Römer 11, 35, Römer 42, 1-6. Zum Schluss bekannte Hiob und tat Buße. Nach wie vor wusste er nicht, weshalb ihm so schweres Leid widerfuhr, aber er hatte sich über Gottes Weisheit und Gerechtigkeit beklagt, hatte beides in Frage gestellt und Gott somit herausgefordert. Er wurde zu äußerster Demut geführt und vom Ausmaß der Größe Gottes erdrückt, so dass ihm nun nur Buße über seine Vermessenheit blieb. Soweit. In Bezug auf das lebendig gewordene Ungeheuer bedeutet es, den Leviathan zu bändigen, ihn quasi zu angeln, so viel wie, dass wir uns an den eigenen Haaren aus dem Sündensumpf herausziehen könnten. Aber das ist reiner Hochmut und das Gegenteil von Gottes Furcht und eine anmaßende Verkennung der Tatsachen, dass wir nämlich Sünder sind und Erlösung brauchen und die nur allein aus Gnaden in Gott, in Jesus Christus finden können. Gott fordert Hiob heraus, den Leviathan doch zu umschmeicheln oder ihm ein Seil durch die Nase zu ziehen. Diesen Kampf wird er nie vergessen. Es ist also so, dass Gott es manchmal zulässt, dass wir uns in unserer Selbstüberschätzung und in unserer manchmal ach so großen Klappe bewähren dürfen, um die Sinnlosigkeit und Arroganz unseres Kampfes einzusehen. Wir könnten den Leviathan noch nicht einmal anschauen, ohne mit schlotternden Knien die Flucht zu ergreifen oder starr vor Angst im Boden zu versinken. Die Botschaft lautet: Wir dürfen Gott vertrauen. Er wird alles zum guten Ende bringen, nicht nur in der Welt, sondern auch bei uns persönlich, wenn wir ihm vertrauen, egal wie die Umstände auch sind. Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Herr. Wir sind absolut nicht in der Position, Gott auf die Anklagebank zu zerren, so wie das viele heutzutage machen. Viele Menschen machen das, obwohl sie gar nicht wirklich gläubig sind und die Existenz eines Gottes für ein Märchen halten. Da fragt man sich doch, über wen regen sie sich dann eigentlich auf? Wen kritisieren sie? In einem Kommentar zum Eingangstext, und zwar von Jean Calvin, steht Folgendes unter anderem: Um seine Kraft und Herrlichkeit zu zeigen, führt Gott mehrere Tiere der Erde vor, darunter das Nilpferd und das Krokodil. Er meint, wenn die Menschen das Wesen Gottes nicht anschauen können, so brauchen sie doch, um seine Majestät wahrzunehmen, nur die Tiere anzusehen, die er geschaffen hat, besonders solche, die uns mit ihrem Anblick erschrecken sollen, damit Gott umso mehr von uns geehrt werde. Wenn wir nun aber vor einem Tiere zittern, wie dürften wir dann so kühn sein, um gegen Gott aufzutreten, um mit ihm zu rechten, wenn er uns züchtigt, gegen ihn murren, wenn er uns demütigen will? Dürfen wir dann so töricht sein, uns gegen seine Gerechtigkeit aufzulehnen und auch nur in einem Stück ihm widersprechen, ja, seine Herrlichkeit schwächen und schmälern zu wollen? Welch ein Wahnsinn, sich an Gott heranmachen zu wollen, wo man doch bange sein muss vor den unvernünftigen Tieren. Gott will uns lehren, dass uns das Krokodil weit überlegen ist und deshalb unser Stolz sich gar lächerlich ausnimmt, besonders wenn wir so tollkühn sind, uns gegen ihn zu erheben, um ihm zu nehmen, was ihm gebührt, und ihn seiner Gerechtigkeit zu berauben. Dabei müssen wir
zu Schanden werden, und Gott braucht gar nicht erst vom Himmel herabzusteigen, um sich in seiner Majestät zu zeigen. Er hat genug an den Tieren, um seine Ehre zu wahren. Gott triumphiert zu Wasser und zu Lande, damit die Menschen es lernen, dass sie zu Schanden werden müssen, wenn sie sich in ihrem Stolz gegen ihn auflehnen. Er bedarf keiner anderen Richter, um uns zu verdammen, als der unvernünftigen Tiere. Dahin weist uns Gott um unserer verkehrten Art willen, weil unsere Natur ganz boshaft und zum Argen geneigt ist, so dass wir gar nicht zur Vernunft zu bringen sind. Wir sind so verstockt, dass wir immer Ausflüchte suchen und vor Gottes Gericht, soweit wir können, fliehen. Deshalb muss Gott solche Verstocktheit mit Gewalt zerbrechen und um uns untertänig zu machen. Wir können schon zufrieden sein, dass Gott uns zu solchen Tieren in die Schule schickt, damit wir bei ihnen Demut lernen. Wir hätten's wohl verdient, dass uns die Krokodile verschlängen oder das Meer die ganze Erde überschwemmte. Und das geschähe ja auch, hätte uns Gott nicht aus Gnaden einen Wohnplatz übrig gelassen und uns verschont aus unaussprechlicher Güte, so sehr wir es auch verdienten, jeden Augenblick in den Abgrund gestoßen zu werden. Aber wir können zufrieden sein, dass uns Gott in die Schule nimmt, zu Wasser und zu Lande, und dass alles uns zum Besten dienen muss, wenn wir uns nicht in Trägheit, Unwissenheit und Bosheit von ihm abwenden. Nun aber erklärt Gott, in welcher Absicht hier das Krokodil erwähnt. Wer ist denn, der vor ihm bestehen könnte? Wenn die Menschen nicht einmal den Mut haben, ein Krokodil aufzuwecken oder in seine Nähe zu kommen, wer kann dann vor mir bestehen? Alles umfasst Gott mit seiner Herrlichkeit, und er umfasst es so, als wenn es nichts wäre. Wenn wir denn schon vor einem einfachen Tier bange sind, sollten wir dann nicht erst recht vor ihm erschrecken. Das bekräftigt er mit dem Wort: Mein ist alles, was unter dem Himmel ist. Es könnte jemand sagen, ja, ein Krokodil ist ein furchtbares Tier, aber so ist doch Gott nicht. Darauf antwortet Gott: Was ist ein Krokodil anders als ein Wurfspieß von meiner Hand geworfen oder ein Schleuderstein? Den Krokodilen und anderen Ungeheuern hat Gott eine Spur seiner Stärke aufgeprägt, damit man weiß, sie kommen von ihm her und er bedient sich ihrer, wie er will. Weil denn alle Dinge in seiner Hand sind, so haben wir wohl allen Grund, vor ihm zu erzittern. Gewiss, unser Herr will uns nicht weit von sich fortjagen, aber so viel ist sicher. Erst müssen wir einmal vor ihm erschrecken und ihm die gebührende Ehre erweisen. Dann ruft und lockt er uns zu sich, dass wir bei ihm Freude und Erquickung finden, aber wir können uns nicht zu ihm nahen, ehe wir nicht völlig niedergeschlagen sind. Darum muss ein Schrecken vorübergehen, der uns so erschüttert, dass wir nicht bestehen können, sondern spüren, es ist aus mit uns und wir sind verloren, wenn Gott seine Macht gegen uns braucht. Gewiss, wenn wir Gott als unseren Vater erkennen, dann schwindet aller Schrecken. Aber er muss uns zuvor gänzlich niederwerfen, um uns hernach wieder aufzurichten. Wenn wir jedoch bleiben wollen, was wir sind, wenn wir uns gar groß und tüchtig dünken, so kommen wir nie ans Ziel, sondern gehen ganz und gar zugrunde. Soweit dieser Text. Auch wenn wir bereits Christen sind und sein dürfen, hadern wir ja trotzdem manchmal mit Gott oder beschweren uns vielleicht direkt oder indirekt darüber, dass unsere Gebete nicht erhört werden, und wir dann vielleicht anfangen auch zu zweifeln, dass Gott einen vielleicht übersehen hat oder womöglich sogar etwas falsch gesehen und interpretiert hat. Solche Gedanken kommen einem vielleicht manchmal in seinem Übermut. Aber Gott weiß es immer besser, und so ein Gedanke, der sollte ganz schnell wieder unseren Denkapparat verlassen. Der Teufel war es letztlich, der damit angefangen hat, Gottes Motive in Frage zu stellen und an seiner Wahrheit und Ehrlichkeit und an seiner Weisheit zu zweifeln. Daran sollten wir uns garantiert kein Beispiel nehmen. In Jesaja 55, in den Versen 7 bis 9, steht:
Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das zählt immer noch, auch wenn die Welt sich in den vergangenen 2000 Jahren sehr verändert hat und in allem viel fortschrittlicher und moderner und wissenschaftlicher geworden ist. Aber der Mensch ist nach wie vor ein Sünder und es wird eher schlimmer mit ihm als besser. Da besteht natürlich dann auch die Gefahr umso mehr, dass man in diesen modernen Zeiten die Existenz eines allmächtigen Gottes für überflüssig hält, weil man ja sozusagen meint, alle Fragen zum Leben und zum Menschen beantworten könnte. Merkwürdig ist allerdings nur, dass der Fortschritt dieser Welt absolut nichts dazu beigetragen hat, dass der Mensch nun in Frieden und Gerechtigkeit lebt und die Bosheit und Falschheit und die Sünde im Allgemeinen keine Rolle mehr spielt oder nicht mehr so extrem. Es ist eher andersherum. Je gottloser die Menschen werden, desto schlimmer wird es mit dieser Welt. Je länger der Mensch existiert, umso schlimmer geht es in dieser Welt zu. Und die modernen Errungenschaften und die Wissenschaft, die sogenannte, kaschiert vieles nur und übertüncht das eigentliche Problem, nämlich Gottlosigkeit und Sünde und Unglaube. Aber Gott ist derjenige, der Grenzen setzt und in allem souverän ist. Er kann in allem einen Anfang und ein Ende bestimmen und wird es auch tun. Erkennen wir an, dass wir Gott gegenüber uns niemals emanzipieren können oder sollten. Wir sind als Menschen in all unserer Klugheit vor ihm doch immer nur ein verwehender Hauch. Psalm 78, 39. Und das zählt auch für unsere Gedanken. Psalm 94, 11. Sie kommen und gehen und sind oft nichts wert. Hiob musste am Ende aller Geschehnisse in Hiob 42 in den Versen 2 bis 6 feststellen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Gott segne euch.